Leute, nur eine kurze Ankündigung für den Freitag dieser Woche. Nicht nur Livestream, sondern auch NX Refit Review. Freut euch auf Freitag. Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir sind hier wieder bei Star Trek Online Agents of Yesterday. Aber Jane wollte unbedingt, dass ich mal zu ihr komme, weil sie hat da eine merkwürdige Mission bekommen mit dem Codenamen. Nicht Alkonianischer Krieg, sondern hier unten mit dem Codenamen Temporale Abrechnung. Und in der Missionsbeschreibung steht bloß: Daniels benötigt ihre Hilfe bei der Verfolgung des Gesandten der temporalen Befreiungsfront. Oh, da hat Jane aber ganz schön was unterschlagen. Was wird er denn? There's been a serious temporal incursion. Head to Deep Space Nine and use the wormhole to travel to the Gamma Quadrant as soon as possible. Once we're through the wormhole, we'll be traveling to what becomes the new Kittimer system in the 28th century. It's on the fringe of current Dominion territory, so we should be able to transit in time before they're aware of us. Okay, jetzt verstehe ich, warum Jay mich dabei haben wollte. Dominion. Ich bezeichne mich ja selber als Jamada-Experte. Na gut, okay, was kriegen wir denn als Belohnung? Eine wissenschaftliche Konsole, temporal geschützter Datenkern. Wow. Physischer Schadenwiderstand, genetischer Widerstand. Wow. Teilchengenerator. Ey, cool. Exotic Damage Plus und Kontrollexpertise. Wow. Okay. Wenn es nicht die romulanischen Botschaftskonsolen gäbe, das Ding wäre awesome. Cool. Na gut, dann gucken wir mal nach Deep Space Nine. So, und da sind wir in der Mission. Gute Nachrichten, wir hatten nicht so viele Probleme mit den Jem'Hadar. Wir sind jetzt gleich im 28. Jahrhundert. Okay, wie sieht's denn hier We've aus? lost contact with Temporal Fleet Command. No response to hails. Nothing. The envoy's Temporal Liberation Front is behind this. We're in trouble. We need to get to New Kittimer and assess the situation. Okay. Okay, dann Be let's ready go. for anything. There's no telling what could be waiting for us there. Das hört sich nicht sehr positiv an. Also dieser Planet sieht irgendwie tot aus, so rot wie der ist. Na gut, Jane, roter Alarm, beziehungsweise. Okay, ich glaube, ich habe da eben ein Akkuschiff gesehen. Wir erreichen nun das neue Kittimer-System und wir sind nicht alleine. Ich erfasse mehrere Schiffe: Krenim, Nakul, Vorgon, sogar Zwernbauer. Und auf einmal wünsche ich mir eine Jem'Hadar-Flotte, die mir am Arsch klebt. Außerdem erkenne ich Energiereste und Trümmerteile von Allianzschiffen. Hier gab es vor kurzem eine Schlacht. Oh, und wir sind jetzt hier alleine. Daniels Verspätung, genau, Verstärkung bitte. Gelber Alarm, ich meinte eigentlich eher roter Alarm. Sind wir zu spät denn jetzt? Not yet. They haven't fully occupied the sector or the station by the look of things. But we need to move fast. They've shut down the temporal operations relay, so we're on our own. We won't be able to contact our ships in the time stream without it. Verdammt. Once we get the ops relay online again, we'll be able to call in reinforcements and secure the sector. Let's make a surgical strike before they can reinforce their positions. Okay. Sehr gut, Steuermann, bringen Sie uns dort rein. Ja. Antiprotongeschütze auf volle Kraft, bitte. Das wäre echt auch awesome, so futuristische Waffen. 29. Jahrhundert Antiproton-Phaser, das wäre fucking awesome. Aber egal. Jetzt haben wir es hier erstmal mit einem ist ein Nakul-Schlachtschiff, genau. Es ist ein Nakul-Schlachtschiff, weil sich dieses blöde Scheiß-Drecksteil trennt, aber das nicht trennt, sondern seinen Schatten holt. Aber das haben wir schnell überwältigt, das Kackteil. Jane, setz mal deinen Vortex ein. Ich glaube, wäre jetzt hier nicht schlecht. Den sind
Sinnliebwirbel. Ich liebe den Sinnliebwirbel im Übrigen. Richtig geile Fähigkeit. Klatsch, das war der. Okay, unsere Allianzmitglieder scheinen ziemliche Noobs zu sein. Wir rasen hier durch die Linien der temporalen Befreiungsfront. Das ist ja so sagenhaft. Egal, was haben wir da unten? Schon wieder in der Kuh? Nee, ein Kret im Schlachtschiff. Oder Kriegsschiff. Okay. Roter Alarm. Solange es nicht der Anorax ist, kommen wir hiermit zurecht. Denke ich zumindest. Oder runter? Die Protowaffen? Womit sind denn die temporalen Schiffe ausgerüstet? Das sah jetzt interessant aus. Ich wusste gar nicht, dass die Polaron-Waffen haben. Cool. Wieder was Neues gelernt. Und noch ein Kret im Schlachtschiff. Ja. Nimm Cindy Vortex oder Cindy Wirbel vielmehr. Oh, und wir haben noch was, den Destruktionsstrahl. Viel Spaß damit. Tschüss. Eine Welle fehlt noch und die ist da hinten. Scheint schon wieder eine Coolblödi zu sein. So wie es aussieht in Destroyer. Ja, wusste ich's doch. Ja, komm. Hol dein Spiegelbild oder deine temporale Verzerrung, was auch immer. Gut, du kannst dich auch einfach ergeben. Das wäre sehr vom Vorteil. Cool. Man kann jetzt nicht gerade sagen, dass wir die überrascht haben können mit einem Überraschungsangriff, weil wir haben ja eben schon 4 Linien zerstört. Also waren diese Nakulve alles Redshirts. Egal. Cross auf die Station. Was mich immer noch total hier an Halo erinnert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Halo nie gespielt, aber ich weiß doch, dass es da so einen Ringplaneten gab, ne? Naja, egal. Nähern uns Transporterreichweite, Captain. Diese Station ist derzeit ohne Schild. Wir sind bereit, das Außenteam auf ihrem Befehl hin herüber zu beamen. Ich erfasse jede Menge feindliche Lebenszeichen da drüben. Ich würde keine herzliche Begrüßung erwarten. Naja. Ist gar nicht so schlimm werden wie damals auf der Forge. Ja, Anspielung auf andere Let's Plays und auf andere Livestreams. Ich weiß. Tolle Werbung. Nicht. Wir patchen. Ich hasse es, wenn es patcht. Dann kriege ich immer Angst, weil der Server not responding steht. Obwohl ich es besser wissen müsste. Ach kommt, Leute. Jetzt patcht die Scheiße hier. Ich will hier weitermachen. Was soll ich denn hier kommentieren? Oh, guck mal. Ein schwarzer Bildschirm mit ein bisschen L-Cast drumherum. Sieht doch toll aus, oder? Achso, das haben wir schon 1000 Mal gesehen. Ja. Halt Ladebildschirm, ne? Auf ein Wort, Captain. Was ist los? Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind auf eine kleine Widerstandstruppe gestoßen. Haben uns ohne Probleme herübergegeben. Es fühlt sich etwas zu einfach an. Nein, das ist Star Trek Online. Hier ist alles so einfach, Alec. Die Sache gefällt mir nicht. Das fühlt sich nach einer Falle an. Verschweigt uns Daniels etwas? Warum Daniels? Wie kommst du jetzt darauf, dass Daniels uns was verschweigt? Das ist freaking Star Trek Online. Sogar die Borg sind Schwächlinge. Mein taktischer Offizier hat einige gute Argumente hervorgebracht. Nein, hat er nicht. What? I agree. They must know we're here. We fought our way in. Is this a trap? Possibly, but not one of my making. It's simple. The envoy and his forces need to be stopped right here, right now. Trust me or not. But we need to complete our mission here. Das ist so dumm wie damals, als der blöde Klingose gedacht hat, oh, wir haben keine Chance. Lasst uns doch einfach mal die ikonianische Sphäre angreifen. What? Ich hasse diesen Dialog hier. Das There should be a command level access console in what used to be the main assembly hall. From there, we can get the ops relay back in business. Verstanden, ausrücken. Gut, gehen Sie vorsichtig vor. Ich mag keine Überraschung. Ich glaube, in dem Fall. Ich meine, dass unser Boot, dass unser Offizier sagt, es ist hier alles etwas zu einfach. Okay, aber warum sollte jetzt denn jetzt da dran schuld sein? Egal. Let's go. Wait. Someone's coming from down the hall. Naja, wusste ich's doch. Antiprotonengewehr auf Maximum. Lasst uns die hier wegvaporisieren. Läuft. Ich muss schon sagen, irgendwie gefallen mir diese Gänge in Rot. Das war doch vorher nicht so. Vorher war das doch auch so bläulich, wie die Föderation eigentlich immer drauf ist, ne? Gefällt mir irgendwie das Rot. Macht das irgendwie
gemütlich hier, wenn ich ehrlich bin. So, noch mehr Kräne, die nicht ganz so gemütlich heute drauf sind. Ja, dafür sind sie aber auch schon alle tot. So muss das sein. Ach, großer Raum mit Transporterplattform, das gefällt mir nicht sonderlich. Und da hinten stehen bloß ein paar Nakul, ich würde doch schon sagen. Hier sind aber einige Kräne, die gerne Chronotonminen sehen. Und die sind für mich gedacht. Lass sie reinbeamen, denn jetzt. Lass sie reinbeamen, weil wir laufen dann in unser Geschützfeuer. Und wie man sieht, keine großen Probleme hier für uns. Lass uns mal die Konsole hier probieren. Still no luck. Head for the other side door at the far end of the hallway. Ja, sonst noch ein Wunsch denn jetzt? Achso, halt, wir sollen ja hier die Station retten, da war ja was. Na cool. Aber auch diese Nakul stellen nicht eine allzu große Bedrohung dar. Mal gucken, kann mein Gateway das alleine machen? Na gut, jetzt habe ich einmal drauf geschossen. Ich liebe dieses Solar Gate. Das war ein guter Tipp von Timmy. So muss das sein, so und nicht anders. Schnell hier durchlaufen, die nächsten Nakul begrüßen. Man merkt, dass Jane kein Redshirt ist, also... Ne. Mit ein bisschen Kompetenz kann man denn die Redshirts der anderen platt machen. So, Tür, hallo. Temporale Liberation Front. Oh. Die Liberation Front hat sich so gedacht, anstatt zu kämpfen, lasst uns erstmal hier ein bisschen die Tapete umgestalten. Prioritäten. So, wir könnten jetzt hier herausfinden, wie diese Zahlenfolge weitergeht. Oh, okay. Ich brauche nur eine Zahl und das ist die hier. Diesmal war das Rätsel recht einfach. Diese Zahlenfolgen. Einmal hatte ich eine, habe ich das Muster wirklich nicht rausgekriegt. Da habe ich einfach sinnlos drauf zugetippt und hatte auf Anhieb die richtige gefunden. War cool. Das war jetzt eben einfach. Hold your fire. I'd like a word with our guest. You have come so far, done so very much. Nee. Time and again, you devastated worlds and civilizations, all in the name of your proper timeline. Today, at Procyon 5, your reign of terror will end. We will be free. You know Krog, of course, and Boratus. But there is one more player to meet before the end. Wer ist das? Join us. Don't mind if I do. You're probably wondering why. Terran Empire, dein Ernst? Funny story. When Archer, our Archer, found the Defiant back in the 22nd century, there was a message in her computer. For my eyes only. It took a while to get to me, but it was worth the wait. It was from our gracious host, telling me that the Defiant wasn't an accident, but his gift. The gift of Empire, and an invitation to more. Seems only fair to repay such generosity with a gift of my own. Enjoy. Toll, Dennis, sag ich schon. Lita, toll gemacht. Ach, na guck mal, wen wir da haben. Moin, neu. Ich habe mir schon die Frage gestellt, was mit dir passiert ist. Welcome, Admiral. And thank you for the fine gift. Neu. It's you. I've been waiting for this for such a long time, old friend. Your alliance is lost, and your life is almost at an end.
Our destiny awaits us at Procyon 5, my allies. Let us depart. No. Today, Azure will be avenged by my hand. You're not the only one seeking justice today, Vorgon. As you wish. Make them suffer. Die beiden wollen mich jetzt aufhalten. Wie lächerlich. Okay, der Vorgone könnte gefährlich sein, aber Jayne ist besser ausgestattet als mein TOS-Charakter, also von daher lächerlich. Hier, guck mal, ein Solar Gateway extra nur für dich. Ist aber interessant, dass man die jetzt schon... Okay, ich glaube, ich habe die Herren unterschätzt. Na toll, Jayne hat dieses Ding nicht von Deep Space Nine, dieses Armband. Okay, ich glaube, ich habe hier gar keinen unterschätzt, das war ja schon alles. Und N lebt noch, also das könnte was werden. Das wird lässig was. Achtung, Mine. Jetzt bin ich wieder reingelaufen. Egal. Hier, ja, Gateway. Frisches für dich. Das war's. Sehr gut. Hier brennt es. Könnte einer bitte mal einen Feuerlöscher mitbringen? Denn jetzt... Er ist tot. Es geschah alles so schnell. Er ist erschossen worden, Maxwell. Mach dir mal keine Sorgen. Ich mach dir hier keine Vorwürfe. Ich mache jetzt aber langsam diesen Plasma-Verteiler hier unter uns Vorwürfe. Muss der mich hier abfackeln? Nach allem, was er getan hat, was er durchgemacht hat, so zu enden. Und wir hatten ihn nur 15 Minuten vorher verdächtigt, ein Verräter zu sein. Er hat so viel für uns getan und wir haben ihm nicht vertraut. Egal, er hätte gewollt, dass wir weitermachen. Ehren wir sein Opfer. Seht ihr, genau deswegen mochte ich diesen Dialog am Anfang nicht. Genau deswegen. Natürlich, Captain. Wir haben die Basis gesichert fürs Erste. Ich glaube, ich kann das temporale Kommunikationsrelais an der Konsole da drüben wiederherstellen. Sobald es läuft, können wir Verstärkung rufen. Dann tun wir es. Neu und seine Freunde haben viele Fragen zu beantworten. Jayne an... ich wollte es eigentlich mal in Schildkröte umbenennen. Nennen wir es jetzt an Schildkröte. Erfassen Sie denn jetzt und beamen Sie ihn hoch. Seht ihr, ich habe die ganze Zeit vergessen, Jaynes Schiff umzubenennen. Peinlich. Wir nennen sie jetzt einfach weiße Schildkröte. So, Cranium-Konsole aktivieren. Ja, hier, das da entriegeln. Das da aktivieren. Und wieder zurück zum Hauptfenster und verlassen. Wird er sich eigentlich beim Wissenschaftler machen? Ach, nevermind. Das temporale Kommunikationsrelais ist aktiv und ich habe ein Notsignal an alle Schiffe der Zeitflotte versandt. Oh, entschuldige bitte. Sind Sie bereit, auf Ihr Schiff zurückzubeamen? Ja, aber sowas von. Ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, dass uns da oben eine dicke Flotte erwartet. Ich hoffe, die Verstärkung beeilt sich. Briefing von der Besatzung erhalten. Okay, willkommen zurück, Captain. Der Gesandte, neu, hat die ISS Enterprise für uns zurückgelassen. Ach, Lita. Wie hat so schön SF Debris gesagt, Spiegeluniversum ist gleich dumm. Also, naja, ich denke nicht, dass die eine große Gefahr sein wird. Wir müssen kämpfen. Dann wollen wir sie mal nicht warten lassen. Nee, dann wollen wir sie mal nicht enttäuschen. So rum. Rotterdam. Schutzschild auf Maximum, Phaser in Bereitschaft oder Antiprotonenbeams in Bereitschaft. Tada, wir sind hinter dir, Lita. You really did a number on poor Krug and Baradas. I have to say, I'm more than a little impressed. Between you and me, I think the Vorgons are upset with you. Enjoy! Ich wusste, dass die sich nicht stellt. Ich wusste es. Na dann, kommt mal her, Vorgon. Lass den Feigling da hinten fliehen. Wir haben jetzt erstmal unser Tänzchen. Und dann holen wir uns den Feigling da hinten. Jetzt kommen sie mit einer Pool. Oh, wow.
In der Kult schicken mal ein paar mehr Schiffe als nur 3 Fregatten. Ich bin ja beeindruckt. Ach, das ist blöde. Wo ist das? Da ist das. Druckbild, das haben wir schon zerstört. Sehr gut. Dann ist jetzt der Zerstörer auch kein großes Problem mehr. Vortex reingehauen und dann... Hey, fun damit, du blöder Kreuzer, du blöder Zerstörer vielmehr. Jetzt noch ein schönes Fire at Will und die Fregatten sind auch da hinten. Puff. Oh, da hinten ist noch einer. Okay. Okay, nächste Runde, nächstes Glück. Wer kommt als nächstes? Zwergenbauer? Ich würde mal schätzen, Zwergenbauer. Wir sind immer noch hinter dir, Lita. Oh. Out with almost Terran efficiency. Aren't you supposed to be from the good universe? Ah, well. Perhaps the Krennim will get the job done. Fliehen Sie, Lita. Fliehen Sie den ganzen Weg zurück in Ihr eigenes Universum. Ja, Lita hat recht. Das hört sich wirklich sehr Terran Empire-mäßig an. So sauer war noch nicht mal Cisco während des Dominion-Krieges, also. Naja. Ein paar Krenims hier. Die machen wir mal noch schnell kuttig. Wir kriegen immer mehr Verstärkung, während Lita immer mehr flieht. Das ist schon interessant. Sag mal, Lita, solltest du dich nicht mal verteidigen? Achso, du kommst jetzt mit deinen temporalen Schiffen. Okay. Oh, jetzt wird böse. Nicht schlecht, Lita. Nicht schlecht. Weil ich zu langsam war. Weil ich jetzt doch etwas zu hochnäsig geworden bin. Das war echt nicht schlecht, Lita. Hast mich gut reingelegt. Wow, wow, wow. Hier ist jetzt aber auch eine ganz schöne Anzahl von Mobius Destroyern. Aber es erklärt immer das, was ich mich gefragt habe. Woher haben eigentlich die Terraner schon Mobius Zerstörer und diesen temporalen Dreadnought? Ja, von neu. Ich möchte wetten, dass Neulita den Kampf gegen die Iconians unterstützt hat. In ihrem Universum. Es hat ja Cryptic mal bestätigt, dass die Terraner auch ihren eigenen Iconianischen Krieg hatten. Sollte das mal in einem dieser Geschichten erzählt worden sein, die Cryptic da auf ihrer Seite immer veröffentlicht, ich lese die Dinger nicht, ich gebe das zu. So, Torpedos raus, das raus. So, so sieht das doch schon viel besser aus. Das da. Ich wusste es doch, dass dieser Mobius gerade den Dings einsetzt. Deborah Backstep. So ein Arsch. So, Lita. Jetzt sprechen wir beide mal miteinander. So geht das nicht, mich so reinzulegen. Jetzt gib's auf Nase. Ich habe jetzt Verstärkung hinter mir. Also gib auf. Na, guckt mal, wen wir da haben. Eine kleine Flotte angeführt vom Anorax. Was ist wrong? Ich dachte. Wanted to catch me. Enough, Lita. Our battle is at Procyon 5. Not all here. Ships, set course. Now. Ta-ta! Until next time. Sorry we didn't get here sooner. How bad was it? Das Ta-da war eben total übertrieben. Was? Ich meine also, schlecht, wir haben den jetzt verloren. I'm sorry, he was a good man. The war was taking a heavy toll on him. Particularly the Battle of Procyon 5. The enemy keeps attacking us there, and they're getting stronger each time. Each Alliance victory has come with a higher price. For Daniels, especially. The Norm. Yes. He was a crucial figure in the battle, at the heart of it every time. Barely surviving in some cases. And now, he's gone. We might not be able to win it without him. Er hätte gefreut, dass wir weiterkämpfen, und genau das werden wir tun. Hm,
Also hat Neu auch noch die Terraner hinter sich. Und das klingt nach Ärger. Das klingt nach verdammt großen Ärger. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber gut. Das ist interessant. Jetzt hat Neu die Kränen. Logischerweise ist er selber ein Kränen. Die Wagonen, die... wer war es noch? Zwergenbauer und die Nakui auf seiner Seite. Und abschließend hat er sich auch noch die Terraner geholt. Was für eine schöne, bunte Mischung. Na gut, temporale Ausdehnung. Ich will die Konsole haben. The loss of Daniels is a blow to us all. We certainly could use his counsel now. Noi's treachery is taking a bloody toll. I should have seen it coming. Prepared for it. For now, we must forge onward. The arrival of Admiral Leta's fleet could tip the scales in Noi's favor. Permanently. Prepare yourself, your crew and your ship. We need you at Procyon 5 as soon as you're ready. Lässig, Chekov, lässig. Das kriegen wir hin. Ja, ein paar Schutzschilde kriegen wir jetzt auch noch. Oh, nicht mal schlechter. Okay, aber ich nehme die Konsole, weil die ist einzigartig. Na gut. Neu hat also Verstärkung. Große Verstärkung. Dann würde ich sagen... ich bringe auch ein bisschen Verstärkung mit. Also sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Star Trek Online Agents of Yesterday beim großen Finale. Bis dahin. Tschaußen.